Ich liebe tatsächlich das Leben und damit alles, was damit zusammenhängt. Ich liebe die Menschen, da sind natürlich welche, die mir besonders nah sind, wie meine Familie. Ich liebe aber auch die Musik, ich liebe die Natur, ich liebe einfach die Welt. Sechs steht dem Rundfunksinfonieorchester Saarbrücken alles noch bevor. Zusammen mit dem SWR-Rundfunkorchester Kaiserslautern wird es zur Deutschen Radiophilharmonie fusioniert. Christoph Poppen wird ihr erster Chefdirigent sein. Die ersten künstlerischen Schritte der Fusion waren natürlich Momente, wo alle mit einerseits großer Erwartung, andererseits aber auch großer Skepsis herangingen. Und wenn man normalerweise vor ein Orchester tritt, egal welche Kategorie dieses Orchester hat, aber es ist immer irgendwo ein gewachsenes Ensemble. Und das war eben damals überhaupt nicht der Fall. Es war plötzlich zusammengesetzt und eigentlich ist es ein Wunder, wie schnell diese künstliche Konstruktion wirklich zu einer echten künstlerischen Gemeinschaft herangewachsen ist. Das ging innerhalb von Wochen. Ich weiß noch die erste Probe, die ich gemacht habe, übrigens damals bewusst getrennt. Ich hatte als erstes Stück ein reines Streicherstück. Wir haben Tschaikowski-Serenade geprobt am ersten Tag. Das war schon ziemlich kompliziert. Das haben wir nach außen hin nicht so vermittelt, aber da war schon sehr viel Arbeit zu leisten. Schlanker in die Geigenachtung rein. Ja gut, eine Fusion wünscht sich im Grunde keiner. Es ist so etwas passiert aus wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Und das ist natürlich von daher jetzt nicht das Wunschkonzert. Aber man versucht jetzt das Beste daraus zu machen. Und es kann sehr gut werden. Ich habe nicht jetzt zwei Orchestern gehört, sondern eine Gruppe, ein Ensemble. Und ich denke, es kann nur noch besser werden, aber getrennt war es auf keinen Fall. In die Saarbrücker Wartburg zieht nach dem Zweiten Weltkrieg das große Radioorchester Saarbrücken ein. Dr. Rudolf Michel ist Chefdirigent, 25 Jahre lang. Parallel dazu übernimmt Karl Ristenbart Anfang der 50er Jahre das Kammerorchester des Saarländischen Rundfunks, während die Chefs des großen Orchesters stets wechseln. Ich spiele mal den Anfang, das ist also jetzt, dieser zweite Satz ist eine Art Trinkgelage, nicht wahr, zwischen dem König Übü und seinen Saufkumpanen. Nehmen wir mal den Anfang, bitte. But too loud. 2000 wird Günther Herbig Chefdirigent des Saarbrücker Traditionsorchesters. 6 Jahre später übergibt er den Taktstock an seine Nachfolger. Ich kenne Herrn Poppen nicht als Dirigenten, aber als Musiker. Und ich muss sagen, dass er einer der delikatesten und feinsinnigsten Musiker ist, die ich kenne. Also dass ich glaube, dass das Orchester bei ihm in sehr guten Händen sein wird. In tatsächlich einer Reihe von großen Persönlichkeiten auch eine Rolle spielen zu dürfen, ist was sehr Schönes und dafür bin ich dankbar. In Kaiserslautern ist das Rundfunkorchester des Südwestfunks unter Emrich Smola zu Hause. Die Posaunen beginnen dort, bitte schön. Musik.
Dieses Orchester ist fast so etwas wie ein Mädchen für alles. Es produziert Musikaufnahmen vom Tagesschlager in Spezialbearbeitung über Musical, Operette, gehobene Unterhaltungsmusik bis zur Oper. Oft wirken bekannte Solisten mit, wie zum Beispiel Ingeborg Hallstein, Anneliese Rothenberger, Erika Köth. Ständiger Gast war der verstorbene Fritz Wunderlich. In den Rundfunkstudios von Kaiserslautern findet der extrem vielseitige Klangkörper seine Heimat. Mit Emmerich Smola hat er über 18.000 verschiedene Titel eingespielt. Nach Klaus Arp übernimmt Peter Falk die Kaiserslauterer. Er ist genauso vielseitig wie das Orchester. Ob ernste Musik oder heitere Muse, mit dem Rundfunkorchester Kaiserslautern setzt er das breite Repertoire erfolgreich fort. Massive Einsparungen münden in die Fusion der Orchester Kaiserslautern und Saarbrücken. 2007 kommen beide Klangkörper zusammen und werden ein Orchester. Die Intendanten beider Sender einigen sich auf das wichtigste Ziel. Wir haben ja letztendlich diese Fusion deshalb ins Auge gefasst, weil wir diesem südwestdeutschen Raum auch in Zukunft ein hochklassiges Sinfonieorchester erhalten wollen. Und eines stand fest: Der SR hätte auf Dauer dies nicht vermocht. Christoph Poppen wird neuer und erster Chefdirigent der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern, kurz DRP. Ich habe nie gezweifelt, dass das meine Aufgabe ist und bin auch im Nachhinein sicher, dass das der richtige Schritt war für alle Beteiligten. Aber natürlich, wie bei allen großen Aufgaben, der Teufel steckt im Detail, und diese Details, die lernt man natürlich erst im Laufe der Arbeit kennen. Das haben mir viele Kollegen bestätigt. Die ganz großen Aufgaben, die würde man alle nicht annehmen, wenn man die vielen kleinen Probleme schon im Vorfeld übersehen würde. Grundsätzlich hat man als Dirigent sowieso eine sehr große Verantwortung für ein Orchester. Und in diesem Fall war dieses Gewicht, die Last der Verantwortung schon extrem. Auch dadurch, dass ich mir es bewusst zur Aufgabe gemacht habe, die vielen Einzelprobleme wirklich an mich heranzulassen. Ich habe versucht, einzelne Probleme zu lösen, um daraus die Gesamtprobleme lösen zu können. Und ich glaube, das hat funktioniert. Es gab wenige Musiker in dem Orchester, die eigentlich mit negativer Energie gegen den Gesamtstrom versucht haben anzuschwimmen. Aber die waren eindeutig in der Minderheit. Und ich bin sehr dankbar, dass die meisten Orchesterkollegen mit sehr positiver Energie nach vorne geschaut haben und damit mit mir gemeinsam eigentlich die Richtung eingeschlagen haben. Sehr früh schon als Kind wusste ich, dass ich Musiker werden will, in dem Fall Geiger. Das war eigentlich, ich glaube, mit 10, 11 Jahren war mir nichts anderes im Kopf. Mit nur 14 Jahren wird er Jungstudent an der Musikhochschule Düsseldorf. Später studiert er Geige, unter anderem bei Kurt Schäffer und Nathan Milstein in den USA, wird ein erfolgreicher Solist. Christoph Poppen ist auch als Teamplayer unterwegs. Die Kammermusik bestimmt ganz wesentlich seine musikalische Entwicklung. 1978 gründet er das Cherubini-Quartett. 20 Jahre lang spielen sie zusammen mit Christoph Poppen als Primarius. Ich
Ich habe mich nie nach Führungsaufgaben gedrängt, aber es war so, dass mein Leben mich immer dahin geführt hat, ja, in verschiedensten Konstellationen. Insofern scheint es ein Teil meiner Persönlichkeit zu sein. Beim Quartett ist es so, dass der Primarius natürlich eine Führungsaufgabe hat, aber eigentlich die nicht zeigen darf. Also ein Quartett gerade heutzutage ist ein sehr demokratisches Gebilde. Und dadurch muss ich im Nachhinein sagen, ein Quartett zu führen, ohne das nach außen oder nach innen zu zeigen, ist eigentlich schwerer, als ein Orchester zu führen als Dirigent, wo jeder weiß, dass man das tun darf und muss. Ans Dirigieren habe ich sehr spät erst gedacht, eigentlich erst, als ich mit 28 Jahren noch mal ein Studienjahr eingelegt habe und in Amerika eigentlich zum Geige studieren war, da entstand plötzlich so ein zeitliches Vakuum oder ein Spielraum, in dem ich dann wirklich zum Dirigieren gekommen bin. Und seitdem nahm das einen logischen Lauf. Komischerweise vermisse ich das Geigespielen überhaupt nicht. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich habe mich selber immer wieder darüber gewundert. Ich begleite mit Vorliebe auch Geiger. Aber ich habe nie das Gefühl, wenn ich Musik mache, also mit dem Dirigieren, dass ich doch jetzt lieber selber zur Geige greifen würde. Also es war keine Minute. Mit Ende 30 löst Christoph Poppen Anne-Rose Schmidt ab und wird neuer Direktor an der Hochschule für Musik Hans Eisler Berlin. Die neue Rolle fordert Führungsqualitäten. Ich habe sehr kreativ wirken können dafür, dass für andere, vor allem eben für junge Musiker, ein lebendiges Umfeld für die Entwicklung entstand, sowohl als Hochschulrektor als auch als künstlerischer Leiter dieses weltgrößten Musikwettbewerbs. Was ich vor allem für mich gelernt habe, was mir heute zugute kommt, ist Menschenführung. 5 Jahre lang ist er künstlerischer Leiter des ARD-Musikwettbewerbs. Der Kontakt und die Arbeit mit jungen Nachwuchstalenten bedeuten ihm viel. Sie werden zu einem wesentlichen Teil seines musikalischen Lebens. Seit 2003 lehrt er auch Geige an der Musikhochschule München. Den ganz jungen Nachwuchstalenten wendet sich Christoph Poppen in Saarbrücken zu. Er ist Schirmherr bei den kleinen Streichern an der Grundschule am Ordensgut. Von der ersten Klasse an bekommt hier jedes Kind ein Instrument. Wenn ich Kinder musizieren sehe, ist das immer etwas Herzerwärmendes. Kinder, die musizieren, haben einfach, nehmen eine gesunde, positive Entwicklung. Es ist ja wissenschaftlich längst erwiesen, dass musikalische Ausbildung bei Kindern ganz positive Einflüsse hat auf die Gehirnentwicklung, auf die soziale Entwicklung, auf motorische Entwicklung, also auf die Gesamtentwicklung eines Kindes. Ja, aber der Dirigent hat doch da den Stab in der Hand, ja? Und ja, genau. Und der ist eigentlich nicht, um jemanden zu erstechen, wenn er schlecht gespielt hat, oder? Im Prinzip nicht. Das ist auch zum Glück hier nie nötig. Nein, man muss sagen, man könnte
sogar auch ohne Taktstock dirigieren. Das ist ein sogenannter Taktstock. Es gibt Dirigenten und manchmal, wenn man den Taktstock vergisst zum Beispiel, kann man das auch wunderbar mit den Händen machen. Aber wenn es ganz genaue Bewegungen sein sollen, dann können natürlich die Orchestermusiker bei so einem Punkt hier vorne noch genauer erkennen, wenn sie genau hinschauen, was eigentlich der Dirigent will, als wenn er es nur mit der Hand macht. Man spürt sehr genau die Energie und die Wachheit eines Publikums. Und da ist es immer eine Freude, wenn viele junge Leute im Saal sind. Nach diesem strahlenden Orchester-Tutti jetzt wieder jede Orchestergruppe allein. Zunächst in warmem Gelb die Holzbläser. Die Deutsche Radiophilharmonie packt regelmäßig die Koffer, nicht nur für Auftritte im Sendegebiet. Auch international präsentiert sich die DRP. 2009 tritt das Orchester bei den Abu Dhabi Classics auf. Es ist die erste Reise in die Metropole der Vereinigten Arabischen Emirate. Und es geht weiter Richtung Osten. Das neu gegründete Orchester gastiert in den berühmtesten Konzertsälen von Peking, Shanghai und Macau. Und wird gefeiert. Etwas weniger feierlich ist es noch in Saarbrücken-Burbach. Das könnte sich bald ändern. Im alten E-Werk soll ein neues Zuhause für die DRP entstehen. Auch andere Orchester hätten dann einen Spielort. Ungünstig findet Christoph Poppen, dass sein Orchester zwischen zwei Standorten herumreisen muss. Das ist eine große Bürde für ein Orchester, das sich eigentlich künstlerisch, klanglich nicht wirklich entwickeln kann, wenn es nicht einen akustischen Raum hat, in dem es zu Hause ist. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, für das Orchester so schnell wie möglich eine Heimat zu finden. Und das geht nur, indem man einen neuen Saal baut. Und Tatsache ist, dass für das Saarland, für Saarbrücken ohnehin seit Jahrzehnten es dringend notwendig ist, einen guten neuen Konzertsaal zu bekommen. Alle brauchen ihn, nicht nur die Deutsche Radiophilharmonie. Gesucht werden 45 Millionen Euro. Das Land und ein gegründeter Förderverein haben sich viel vorgenommen. Eine Philharmonie im Industriedenkmal E-Werk fordert Fingerspitzengefühl. Neues soll in altem geschickt untergebracht werden. Ein Raum mit exzellentem Klang für 1300 Besucher. Die neue Orchesterheimat stellt sich Architekt Stefan Braunfels so vor. Ich wurde dort hineingeführt und stand plötzlich in dieser riesigen Halle. Und da war für mich eigentlich auf den ersten Moment klar, wie hier ein Konzertsaal aussehen müsste. Die Halle war viel größer, als ich dachte. Das ist ja wunderbar. Dann kann man in diese Halle hinein einen Konzertsaal stellen, der dort wie ein Meteor hereingefallen zu sein scheint. Christoph Poppens Einsatz für den neuen Konzertsaal wird gewürdigt. Er bekommt dafür den Kunstpreis des Saarlandes 2011. Jeder Nachfolger ganz besonders wird jedoch die gelungene Zusammenführung der beiden Orchester Kaiserslautern und Saarbrücken zur Deutschen Radiophilharmonie gewürdigt. Mission Orchester erfolgreich ausgeführt. Laudatorin der Verleihung ist Ilona Schmiel. Die Intendantin des Beethovenfestes Bonn kennt den Dirigenten seit vielen Jahren und hat seinen künstlerischen Weg stets verfolgt. Christoph Poppen ist ein sehr gewinnender Mensch.
Es ist jemand, der sofort mit Argusaugen, ich meine das aber positiv, wahrnimmt, was um ihn herum vorgeht, der sehr, sehr genau spürt, wo Menschen stehen, wo er sie abholen kann und muss, und der sehr schnell in einen, finde ich, ganz konstruktiven und sehr sympathischen Dialog mit jemandem kommt. Er ist ein sehr guter Zuhörer. Er ist jemand, der sehr schnell analysiert und der sehr klar seine Standpunkte äußert. Für mich ist Christoph Poppen ein moderner Künstlertyp, von dem wir durchaus noch mehr gebrauchen können. Ich finde, er hat nicht nur diese positiven Eigenschaften des Zuhörens, des Respekts, des Musikdienens, sondern er hat eben diesen Willen, Dinge zu verändern. Mir war immer sehr wichtig, als Künstler auch Mittler oder fast Medium zu sein zu einer spirituellen Ebene, zu einer geistigen Ebene, die durch die Kunst, durch die Musik ja irgendwie zu uns spricht. Und ich persönlich glaube sehr daran, dass diese physische Welt, in der wir leben, wirklich nur eine Schicht ist, sozusagen die sichtbare äußere Seite der wirklichen Welt. Und da sind wir natürlich als Künstler verpflichtet, die Unsichtbare und damit die Spirituelle zugänglich zu machen. Es war von vornherein klar, dass das eine große und eine schwierige Aufgabe ist, speziell in der Situation, dass die Fusion bevorstand. Das war ihm klar und das hat er auch formuliert. Das hat ihn aber, glaube ich, auch gereizt an der ganzen Geschichte. Also er hat in seinem Leben noch nie irgendwas gemacht, was er einfach einen Laden, der lief, einfach für eine Weile geführt hat und dann wieder genauso wie er war, wieder abgegeben hat. Das waren immer Projekte, wo er entweder irgendwas retten musste vor dem Ruin oder völlig neu formen musste, wie die Hochschule in Berlin zum Beispiel oder eben mit dieser Fusion. Das sind auch Dinge, die ihn reizen. Und da er wirklich großes psychologisches Geschick auch hat, sind das auch Dinge, wofür er sich sehr eignet. Insofern werden die schon auch gewusst haben, wen sie sich da holen. Die Sopranistin kennt ihn gut, ihren Ehemann, auch als Kollegin. Christoph ist ein Dirigent, wenn ich ihn mit anderen vergleiche, der sehr auf das Miteinander Wert legt. Also er ist nicht einer von diesen Maestri, die einfach diktieren und man hat zu spuren und zu funktionieren, sondern es geht ihm um den Kontakt, um die Kommunikation in der Musik und darum, dass man gemeinsam etwas erarbeitet und dass es dann auch ein gemeinsames Produkt ist und nicht eins, was er von oben sozusagen bestimmt und formt alleine sozusagen. Es ist immer eine Kommunikation. So. Hi, so, finally there. Guten Morgen. Das Orchester ist wieder unterwegs. Einer seiner letzten Auftritte als Chefdirigent bei den Dresdner Musikfestspielen 2011. It's a great place, isn't it? I mean, do you even see me?
Auf dem Programm steht eine Dresdner Erstaufführung von den vier Erden der Welten, ein modernes Oratorium des Schweizer Komponisten Daniel Glaus. Die Sänger des Hilliard Ensembles sind mit dabei. Auch für zeitgenössische Musik haben Christoph Poppen und sein Orchester immer ein Faible gehabt. Es geht um den dritten Teil. Zunächst einmal bitte nicht zu stark, also nur Crescendo. Bitte molto crescendo, mehr Crescendo in allen tiefen Instrumenten, damit M so ein, wie eine Art Forte-Piano wirken kann. Die Deutsche Radiophilharmonie führt regelmäßig aktuelle Werke auf, geht neugierig und offen mit ungewohnten Klängen um. Das Orchester ist beweglich. Spontane Entscheidungen zu treffen ist natürlich ein ganz entscheidender Teil einer Führungsaufgabe. Und das habe ich tatsächlich trainiert, indem ich versuche abzustimmen, die berühmte Aus-dem-Bauch-Entscheidung eben eine logische Analyse der Situation und die möglichst schnell aufeinander abzustimmen, sozusagen innerhalb von Sekunden oder zumindest Minuten. Also diese spontanen Entscheidungen müssen sehr häufig fallen. Übrigens auch gerade im Konzert, im Kleinsten, da läuft natürlich manchmal was nicht ganz so wie geplant und manchmal trotzdem schön, aber anders. Und in dem Moment muss man natürlich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden reagieren. Aber das ist ein Training, was wir als Dirigenten über Jahrzehnte aufbauen. Mit seinem langjährigen Orchestermanager Benedikt Vohr würde er jederzeit an jedem Ort der Welt wieder zusammenarbeiten, sagt Christoph Poppen. Es gibt zwar den offiziellen Titel nicht, des Gründungsdirigenten, aber im Prinzip müsste man ihn so ansehen. Und er wird ja auch uns erhalten bleiben als Gastdirigent und sicherlich auch als Freund und Begleiter. Er setzt sich auch weiterhin für den Konzertsaal in Saarbrücken ein, was für uns sehr wichtig ist als Orchester. Und insofern bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir da in guter Harmonie weiter zusammenarbeiten werden. Ich fand's sehr schön, dass er sich von Anfang an bemüht hat, zu jedem Einzelnen aus dem Orchester eine persönliche Beziehung aufzubauen. Man hat sich nicht als Rädchen im Getriebe gefühlt, sondern als Mensch, auch mit seinen künstlerischen Fähigkeiten erkannt und für voll genommen. Und das ist eigentlich das, was ich an ihm am meisten geschätzt habe. Die Fragen, die am Anfang häufig auf uns zukamen, wie geht das? Wie fühlt man sich in einem Fusionsorchester? Sind schon fast verschwunden. Wir sind jetzt die DRP und ich würde sagen, nach der Fusion kräht kein Hahn mehr. Ab der nächsten Spielzeit führt Karel Marc Chichon die Deutsche Radiophilharmonie. Christoph Poppen zieht weiter als Gastdirigent. Gleich dreimal wird er auch zu seinem alten Orchester zurückkehren. Seine nächste Mission, sie kommt gewiss. Ich habe meistens das Leben mich führen lassen, anstatt vom Kopf her zu sagen, ich muss jetzt diese Marschroute einschlagen und da will ich hin. Und bin damit eigentlich auch immer ganz gut gefahren. Aber ich habe auch jetzt für die nächsten Jahre nicht so eine ganz klare Strategie. Ich glaube, das Leben wird das schon richten.